Prost! Wenn man jetzt 50 Jahre zurückblickt und da arbeite ich schon im Hopfen, da habe ich noch mit dem Pferde gespannt, gackert, gruppert. Und das war schon sehr viel Arbeit und Fleiß. Da ist man früh um 4 Uhr aufgestanden und hat man bis um 7 Uhr gearbeitet, weil die Pferde da auch dann so heiß geworden ist. Und ja, es war schon eine andere Zeit wie jetzt. Jetzt ist halt Technik eingekehrt in der Hallertau und wird sehr viel moderner gearbeitet. Aber der Hopfen ist vom Aroma gleich geblieben. Da war das meistens so, da hat die ganze Familie, die Tanten, die Onkeln, die haben da mitgeholfen. Aber aufgrund dessen, dass die Betriebe heute sehr, sehr viel größer sind als früher, hat sich das natürlich stark geändert. Wir versuchen, wir haben ja bis jetzt immer die zwei Sorten von hier, von der Familie Pichelmeier, und die passen ganz hervorragend zu unserem Malz dazu. Und wir versuchen das möglichst stabil, diesen Geschmack beizubehalten. Bei uns in der Hopfenbranche gibt es einen Spruch, dass es gibt keinen Konservativen wie einen Brauer. Also, und solange es beim Brauer läuft, denkt er ja nicht daran, dass er was ändert oder never change a winning team. Ich meine, wir sind natürlich auch das ganze Jahr über immer im Tagesgeschäft drin und das ist für mich schon immer ein besonderer Tag, wenn man da rauskommt und einmal sieht, was tut sich denn eigentlich in der Natur draußen, was tut sich bei den Rohstoffen. Und wir werden wunderbar bekocht, da geht's uns auch richtig gut. Wir verkosten natürlich verschiedene Biere auch und fahren dann raus aufs Feld und sehen wirklich einmal live, wie entwickelt sich der Hopfen, was war dieses Jahr besonders. Und man kann natürlich auch erste Erfahrungen dann schon an die Braumeister weitergeben, was man von dem neuen Jahrgang zu erwarten hat. Also ich kenne das eigentlich schon seit Jahrzehnten, dass wir so einen direkten Draht haben, jetzt vor allem in dem Fall zu den Hopfenbauern und da wirklich mindestens einmal im Jahr rauffahren und natürlich darf das wahrscheinlich, kann man das auch alles beim Händler machen und alles viel einfacher und alles viel weniger zeitintensiv, aber das gibt einfach eine ganz andere Verbindung, wenn man weiß, wo die Rohstoffe herkommen, wenn man mal drüber hört, wie ist das Jahr bisher gelaufen, was ist gut gelaufen oder wo klemmt es auch, wo läuft es nicht so gut. Und es gibt einfach einen ganz anderen Bezug zu den Rohstoffen, die ja bei uns beim Bier so wichtig sind.